So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich wollte das letzte Mal, glaube ich, hier den Klunker holen. Genau, wo bin ich denn hier schon wieder? Alter Schwede. Ja, das ist noch ein Katzensprung weiter gerade hier. Mal sehen, ob ich es diesmal dahin schaffe. Kann man da hinter dem Wasserfall wohl? Probiere ich mal gerade aus. Sieht schlecht aus. Nein. Sah so aus, als wäre es möglich. Tja. So, da kann ich nicht hoch. Das heißt, da hinten muss ich irgendwo. Das heißt, es gibt jetzt einen Körper. Alter, riechen Glück, ey. Ich hätte keinen Bock darauf gehabt, wieder irgendwo aufzuschlagen, einfach nur. Okay, die Höhe stimmt denn etwa schon mal fast? Fast. Wohlbemerkt. Okay, geiler Schnee. So, wo muss ich denn hier jetzt lang überhaupt? Da hinten irgendwo hin. Hoffen wir mal hier so ein bisschen über die Klippen. Jawohl. Hoffentlich komme ich da auch irgendwo hoch. Wenn man davon spricht, was? Gut, war nicht geplant, sah aber cool aus. Aber ich will hoffen, dass ich hier gleich irgendwo hinkomme und dass das Ganze auch wert ist. Ganzen Weg. Gibt es da irgendwie einen Eingang zum Geheimen? Hier rechts wahrscheinlich irgendwo. Komm, da muss es doch irgendeinen Weg geben. Klar gibt es irgendeinen Weg. Aber damit meine ich jetzt hier irgendwo, dass hier irgendwo ein Weg ist. Alter Schwede, tiefer Schnee. Ach Gottchen, ey. Ja. So sieht's aus. So, kann man hier vielleicht? Jawohl, ja, das ist doch gut. Alter, ist aber auch hier versteckt, wenn man da nicht gerade auf der Suche nach ist. Kann ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen blöde zu entdecken ist hier, aber auch ein Glück komme ich noch weiter hoch. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen, ey. Dann hättet ihr euch wieder was anhören können hier von mir. Oh ja. Jawohl, ja. So. Hier rüber. Bitte lass es hier. Jawohl. Sehr gut. Oh yeah. Geil. Wo bin ich denn hier gelandet? Kann ich hier auf den Baum hoch? Jawohl. Cool. So, jetzt muss ich nur mal sehen, wie ich da unten. Ach du Scheiße, ey. Alter Schwede. Lassen wir uns mal runterfallen, ne? So, schauen wir uns mal hier die Klippe an. Ob ich wohl da drüben hinspringen kann, ansonsten bin ich ziemlich tot. Esse oder fresse. Und das sieht schlecht aus. Wow. Alter Schwede, ey. Ja, der hat's nicht geschafft. Und jetzt finde ich hier den total einfachen Eingang. Alter, das wird mich richtig anpissen, ne? Ach, da hätte ich nur da weiter. Ach, Marsch, egal. Ich hab den Klunker. Jetzt gibt's einen Körper. Das war aber ziemlich in Küstennähe. Boah, wie so ein Krokodil hier. Dim, 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 dim. Oh, scheiße. Und ich glaube, das war eher ein Hai, was ich da gerade von der Musik her gemacht habe, oder? Egal, die Karnickel kriege ich im Schnee nicht. Dafür ist Connor zu langsam. Ich würde mal sagen, ich gehe mal weiter in Richtung Aussichtspunkt. Ich näher mich jetzt einfach mal Philadelphia, genau. Philadelphia müssen wir hin. Näher ich mich einfach mal hier
hier an und nimm unterwegs mit, was geht. Ach, Kanickel. So, 200 Meter. Ich muss noch ein bisschen hier hoch. Gib mal ein bisschen Stoff. Jawohl, da oben muss ich hin. Ja, kriege ich hin. Hoffentlich. Geht das hier? Schau ich mal eben. So. Hier über die Bäume vielleicht. Ja, oder ich falle einfach runter. Alter, ich muss da irgendwie hochkommen. Okay, kranker Scheiß. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt letztendlich geht. Ah, hier bin ich quasi an der Grenze zwischen den beiden Jagdgebieten. Okay. Yay, das hat nichts gebracht. Ich bin gerade noch etwas ratlos, muss ich sagen. Wie das gehen soll. Oh Gott, ich kann nichts sehen. Nee, das geht nicht gut. Schau ich mal. Hier ist ja noch höher, ey. Alter Schwede. Alter, ich habe ganz ehrlich keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Muss es doch eigentlich irgendwo hier eine Stelle geben, wo ich ganz entspannt hochklettern kann. Alter, am Arsch. Hier, ne. Hä? Ist das dahinter? Warte mal. Das ist schon da oben. Ach, da oben ganz. Ja, okay. Das ist natürlich ganz was anderes. Dürfte trotzdem nicht ganz so einfach werden. Und dann da oben auch noch auf den Baum klettern. Alter Schwede. So, jetzt sind wir hier schon mal. Das sieht doch schon gut aus. Oh ja. Oh ja. So, wenn ich den Aussichtspunkt habe, mache ich kurzes Päuschen gleich nochmal. Hab Besuch bekommen. Muss ich ja begrüßen, gehört dazu. So, aber das habe ich gleich. Ach nee, da muss ich noch hoch. Uiuiuiui. Aber ich scheine hier auf dem richtigen Weg zumindest schon mal zu sein. Sonst wäre ich nicht so weit gekommen. So, hier direkt war da. Jawohl. Sehr gut. Dann auch noch auf dem Baum. Na gut. Wow. Alter Schwede. Glück im Unglück. Juhu. Nice. Gut. Ab nach oben. Und damit haben wir unseren Aussichtspunkt. Synchronisieren. Oh ja. Oh ja. So. Geht auch direkt hier bergab. Oh, und eine Feder haben wir auch noch. Das ist ja mal ein richtig geiler Tag hier, wie Weihnachten. So, mehr haben wir nicht. Dann würde ich sagen, markiere ich mir hier den nächsten Klunker. Dann bin ich gerade am Überlegen, ob ich dann hier dann quasi gehe und mir die Feder noch hole, weil die auf dem Weg liegt, oder ob ich hier gehe, die beiden Aussichtspunkte mache und dann dort weiter. Egal, überlege ich mir später erstmal den Klunker und da unten ist was gut. Kann ich einen Todessprung hier machen.
Uiuiui, das war aber auch eine Landung. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und da ich das einfach nur hammergeil finde mit über Bäumen laufen, machen wir das doch glatt mal. Juhu! Oh yeah. Ah, scheiße. Ich bin zu langsam im Schnee. Ich dachte, das Vieh kriege ich. I, unter mir ist das. Okay. Oh, scheiße. So, ich gucke mich hier gerade noch mal ein bisschen um, weil eventuell ist hier ja irgendwie. Oh mein Gott, Zombies. Der Eingang, jawohl, und hier ist er auch schon. Die Mine. Ja, das war genial, Connor. Ein. Ah! Genie-Streich mal wieder. Oh, schön. Schönes Bad nehmen bei dem warmen Wetter zur Abkühlung. Jawohl, damit haben wir auch den Klunker. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, dass da dürfte ein Hausierer sein, ne? Ja. Also, es scheint ja so zu sein, dass die Strecke dahin führt. Das scheint noch weiter nach Norden zu führen, deswegen markiere ich mir jetzt mal den Aussichtspunkt. Und dann geht's ab dahin, ne? 8 Klunker fehlen mir noch. Ich glaube, insgesamt gab es 4 Sachen, die er uns geben konnte. 4 Briefe. Wow. Kam das aus der Mine raus? Das kenne ich hier doch auch. Irgendwoher schon, ne? Na egal. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Ja. Ne? Verdammt, ey. Los und mittendurch, nein. Ah, geil. Ist sogar ein Gebäude. Ist ja gut. Irgendwie habe ich gerade Bock auf irgendein Spiel, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Eben hatte ich den noch im Kopf, bevor ich das sagen wollte. Ich hasse das. Immer kurz bevor ich was sagen will, vergesse ich das oder häufig. Wieso kommt er da jetzt nicht hoch? Weil es Winter ist oder? Warum? Okay. Keine Ahnung. Eine Laune der Natur. Wir synchronisieren. Geil. Sondern ich will mal ganz kurz in den Optionen nachgucken. Einleitung. Okay. Wieso ist der da direkt drin? Keine Ahnung. Wo habe ich denn die Optionen? Da habe ich die Optionen. Grafik wollte ich mal kurz gucken. Ja. Umgebungsqualität normal. What? Wieso auf normal? Warum ist das alles auf normal wieder? Erstmal schön hier auf Maximum alles, ne? Hab mich schon gewundert. So, hat er das jetzt auch übernommen? Ich guck noch mal kurz rein. Jawohl. So. Haben wir denn hier irgendwas offengelegt dadurch? Nein, rein gar nichts. Die Kuriermission, ja, darauf kann ich auch scheißen. Da oben in dem Baumwipfel, auch nicht schlecht. Finde ich geil. Oh, und eine Feder. Was ich sagen wollte, ich finde es geil, dass im Winter keine Blätter auf den Bäumen sind. Das fällt mir jetzt gerade erst auf bei dem Baum da. Wahrscheinlich ist das im Sommer so ein Baum, der ganz normal Blätter hat mit Blätterdach und allem, und jetzt halt ohne Blätter. Finde ich geil. Gefällt mir. So. Hier muss ich lang. Das sollte so sein.
ich wollte nochmal respawnen, dann, ach, verdammt.